alleine auf einem Block überleben. Wie soll ich das jemals schaffen? Ey, oh Mann, das kann wirklich eine ultra harte Challenge werden. Aber ich schaff das schon, Freunde. Wir stürzen gleich ein. Warte mal, Vitamine, was machst du denn hier? Hey, hör auf, hier rumzuspringen. Wir stürzen hier gleich noch ein mit dem Block. Springen? Oh Gott, ey, oh Mann, wieso bin ich mit dir hier auf einem Block? Wie sollen wir das jemals überleben? Und, oh, hey, Freunde, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben. Und dann bist du auch ein Teil der Sandex-Army, das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und, Freunde, heute sind Vitamin und ich auf einem einzigen Block und unsere heutige Aufgabe wird zusammen sein, auf diesem einen Block zu überleben. Und kannst du bitte runtergehen? Ich habe ein bisschen Platzangst hier. Kannst du nicht runtergehen? Yay! Wir müssen zusammenhalten. Wir dürfen uns jetzt nicht hier runterschubsen. Vitamine, aber wir dürfen uns nicht runterschubsen. Ja, okay. Ich leg mich einfach hin. Oh. Pass aber auf, Freunde. Wir dürfen auf keinen Fall runterfallen. Aber schau mal, Vitamine. Hier oben ist schon eine Kiste. Oh Mann, was ist da drin? Guck mal rein. Oh ja, Freunde, wir schauen rein. Und was haben wir hier? Okay, wir haben hier Eis, Lava. Ah, und eine Melone, die esse ich gleich. Warte mal, die Melone. Wir müssen die richtig gut aufbewahren, Freunde. Damit wir eigentlich... Hast du jetzt die Melone aufgegessen? Ja, noch nicht ganz, aber ein bisschen schon. Möchtest du noch ein Stück? Oh nein, danke. Okay, aber ich würde sagen, Freunde, wir fangen erstmal an, unsere Insel zu vergrößern. Nimm Vitamine hier, nimm auch mal ein bisschen Erde. Und dann können wir unsere Plattform ein bisschen vergrößern, okay? Wir müssen aber gut mit den Blöcken umgehen. So, zack, zack, zack. So, einen Turm bauen. Nee, wir bauen keinen Turm. Oh, Freunde, wieso kann ich die Challenge nicht alleine machen? Wieso haben wir Vitamin hier noch dabei? Was machst du? Ich habe mal gesehen, dass man mit der Lava und dem Eisblock irgendwas Cooles machen kann. Oh, ja. Oh, okay. Das ist gar nicht mal so dumm, die Idee, muss ich sagen, Vitamine. Ja, irgendwie kann man das zu Steinefarbe. Aber ich weiß nicht, wie das geht, Zeddy. Da müsst ihr uns helfen, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare. Freunde, was braucht man, um Steine herzustellen mit den Materialien, die wir haben? Schreibt es mal jetzt gerne in die Kommentare. Und, Freunde, wenn du mehr von diesen Skyblock-Videos zusammen mit Vitamine sehen willst, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Bei 5000 Likes, Freunde, kommt auf jeden Fall ein zweiter Teil zusammen mit dir, wenn du Lust hast, mit okay? Der Kuh. Ja, okay, Freunde, bitte like nicht das Video. Ich will keinen zweiten Teil hiervon like haben. Like das Video jetzt schnell, ich will mit der Kuh ein Video machen. Okay. Ich glaube, Vitamine, um Steine herzustellen, brauchen wir Eis, also Wasser und Lava. Aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging, Freunde. Wir probieren es einfach aus. Okay, wir fangen sofort an. So, wir platzieren die Lava. Aber in der Zeit können wir auch hier den Baum anpflanzen. So, perfekt, der Baum kommt hier. Der kann jetzt in der Zeit wachsen. So, hier ist die Lava. Wir platzieren hier Eis, Wasser und wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt wirklich Stein, aber jetzt brauchen wir noch Materialien, um das Stein abzubauen. Und dafür haben wir hier diese Baumvitamine. Und wir müssen aber nur ein bisschen warten, bis der Baum jetzt endlich wächst. Dann haben wir ein bisschen mehr Holz, weißt du? Wachse Baum, du musst wachsen. Oh mein Freunde, so. Wir haben die Kiste auf jeden Fall abgebaut. So, die Kiste kann ja eigentlich so hier direkt nebenkommen. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall eine Kiste, wo wir alle Sachen reinschütten können. Vitamine... Was? Der Baum ist gewachsen. Oh mein Gott, du bist echt ein Genie. Okay, ich würde sagen... Ich bin ein Baumflüsterer, Senti. Oh ja, aber wir müssen aufpassen, dass das Holz jetzt auf keinen Fall runterfällt. Also wir müssen echt sehr, sehr gut damit umgehen. Ich tue auf jeden Fall das Laub hier abbauen, damit wir hoffentlich noch mal einen Baum kriegen. Oh ja, Freunde, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und langsam, aber sicher, wird die Insel immer und immer größer. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon richtig dolle. So, wir haben jetzt schon 5 Holz. Und damit können wir jetzt sofort eine Spitzhacke craften. Okay. Oh ja, und... Warte mal, du hast wieder einen Setzling bekommen, damit können wir jetzt wieder einen Baum machen. So, Freunde, der Baum kommt auf jeden Fall hier. Wir haben jetzt richtig viel Holz. So, damit craften wir uns erstmal so ein Crafting-Table. Was? so viel, das ist ja richtig krass. Okay, Vitamine. Ich würde sagen, so, hier kommt die Workbench hin, okay? Und was soll ich uns craften? Erstmal... Auf jeden Fall eine Spitzhacke, dann können wir uns diesen Stein hier abbauen. Und, Freunde, wir haben jetzt Stein und... Oh, das hat ja super geklappt. Repariert und hinter dir ist wieder der Baumi gewachsen. Oh ja, Freunde, und jetzt funktioniert endlich die Maschine, Freunde, und wir können so ein bisschen Stein einsammeln, auch wenn das ein bisschen lange dauert, aber kein Problem, Freunde. Und was, hinter mir ist ein Baum gewachsen schon wieder? Ich baue schon den Baum ab, aber Sandy, weißt du, was du in der Zwischenzeit machen kannst? Was denn? Du kannst uns eine Steinaxt machen. Oh ja, okay, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Freunde, ich würde sagen, hast du den Baum abgebaut? Ja, zack, brauchst du noch ein bisschen Holz? Nein, wir können aber Slabs machen mit dem Holz. Weißt du, wie man die macht? Genau, danke. Ja, aber die kann man auch aus Steine bauen. So, Freunde. Ich habe jetzt auf jeden Fall eine Axt gebaut. So, perfekt. Und wir craften uns direkt einfach noch eine Steinspitzhacke. So, jetzt haben wir ganz gute Sachen.
Aber Vitamin, ich glaube, unsere Insel muss mal langsam größer werden, oder? Genau, damit brauchen wir jetzt dieses Labs und damit können wir die ultra krass vergrößern. Oh ja, dann, ich habe ja auch mal ein paar Slabs gegeben und hiermit können wir unsere Skyblock-Insel auf jeden Fall viel, viel größer bauen, Freunde. Schaut euch das mal an. So, wir bauen einfach hier mal fleißig weiter, aber du musst bloß aufpassen, nicht, dass wir runterfallen oder sowas, ne? Ich will auf keinen Fall runterfallen, Sandy, denn ich habe Höhenangst. Oh ja, das wäre, ja, ich habe auch Höhenangst. Wenn ich hier runterfalle, ich glaube, dann bist du Orangensaft-Vitamin, ey. Oh Mann, oh Mann. Nein, meine Eltern wurden auch Orangensaft, Sandy. Ich will kein Orangensaft werden. Nein, alles gut. Keine Angst. Oh Mann, Mann, Freunde. So, wir bauen ein bisschen weiter Stein ab. So, und ich habe hier noch ein paar Saplings. So, wir brauchen mal ein bisschen Gras hier, so, weißt du? Die Grasfläche muss ein bisschen größer sein. Ich habe noch nämlich zweimal abgebaut. So, da ist ein Gras. Aha. Und hier ist ein Gras. Perfekt, Freunde. Sehr, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall hier schon mal ein paar Saplinge. Wir bauen hier weiter die Steine ab. Es läuft doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut hier. So, perfekt, auf unserer Skyblock-Insel. So, Sandy, und warte mal, Mr. Huhn! Warte mal, Mr. Huhn, was ist denn da los, Freunde? Hier ist einfach ein Hühnchen gespawnt auf der Insel. Vitamine, das ist unser heiliges Hühnchen. Wir müssen das richtig gut beschützen, dass ihm nichts passiert, diese Hühnchen. Mr. Huhn, ich liebe dich. Oh, ja, Freunde. Mr. Huhn, Vitamine, was soll... Oh, Gott, Freunde. Was hast du gemacht? Oh, zum Glück wird es überleben, Freunde, aber wieso hast du ihn runtergeschmissen, ey? Oh, ich habe ihn aus Versehen nur angestupst. Aus Versehen angestupst. Ich weiß ja nicht, Freunde, das kann ja nicht sein. Naja, wir bauen jetzt auf jeden Fall hier so die Insel ein bisschen weiter. Ich habe hier noch ein bisschen Stein und so weiter abgebaut. Ich will auch noch ein bisschen Steinfarbe in der Zeit. Oh ja, so, Freunde. Die Insel sieht auch auf jeden Fall schon mal viel, viel größer aus. Wir können ein bisschen mehr so perfekt so in die Richtung bauen. Das gefällt mir doch schon mal sehr, sehr gut, Freunde. So sieht bis jetzt unsere Skyblock-Insel aus. Und der nächste Baum ist gewachsen. So perfekt. Das bedeutet, wir bauen mal hier den Baum ab. So, Baumfällen. Und hiermit können wir unsere Insel noch ein bisschen größer bauen. Wir können uns auch eigentlich direkt mal so ein Steinschwert craften. So, wir brauchen noch einen einzigen Stein dafür. Gut, schönen guten Tag, Vitamine. Dankeschön. Hey, warte mal, du klaust mir hier noch meinen Stein. Oh ja, ich brauche den Stein. Warte mal. Hey, hier ist eine Kuh gespawnt, Vitamin. Wie cool ist das denn? Mr. Kuh. Nein, Vitamine, nicht Mr. Kuh. Finger weg von dem jetzt. So, der darf jetzt nicht runterfallen. Ich kann doch mit Mr. Kuh mal reden. Nein, 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 lieber nicht so, Freund. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Riesenbaum hier gewachsen? Oh mein Gott, Freunde, was geht denn da ab? So, wir bauen auch den Baum. Okay, okay, Sandy, mach das mal auf jeden Fall. Aber es wird schon langsam dunkel, siehst du das? Oh ja, Freunde, es wird schon langsam dunkel, du hast recht. Aber ich würde sagen, wir müssen für Mr. Kuh hier noch was craften. So, nämlich genau einmal hier so ein Zauntor. So, wie craftet man das nochmal? Genau, so craftet man Zaun. So, und perfekt, zack, Freunde. Ich mach so lange Steine, Sandy. Und oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Oh ja, ich auch. Was ist denn hier für ein Riesenbaum gewachsen, Vitamin? Wie soll man den jemals hier wegbekommen? Den schaffst du schon, würde ich sagen, oder? Ach, ja, ja, ich muss den ja schaffen. So, ich baue auf jeden Fall jetzt so einen kleinen Stall für Mr. Kuh, okay? Oh ja, wo kommt denn Mr. Kuh? Wo kommt Mr. Kuh denn hin? Warte, ich bin gerade zu blöd zu craften. So, ich weiß noch nicht. Warte mal, Freunde, so. Wir bauen hier so ein paar Zäunchen hin. Okay, wo soll Mr. Kuh denn? Mr. Kuh, am besten nicht in die Lava. Oh yeah, Mr. Kuh. Oh ja, Mr. Kuh. So, wir brauchen jetzt aber einen schönen Stall für ihn, oder? Auf jeden Fall, aber es wird auch schon immer, immer dunkler. Und, hey, hier ist ein Hühnchen noch gespawnt, Mr. Hühnchen. Mr. Hühnchen, lass dich drücken. Vitamine, geh weg von Hühnchen, bitte lass das Hühnchen einfach nur am Leben. Leid. Oh Mann, oh Mann. So, ich glaube, ich habe schon eine gute Idee. So, Freunde, hier kommt auf jeden Fall der Stall hin. Ich hoffe, so die Blöcke werden ausreichen. Ja, es ist zwar nicht so viel Platz, aber man kann das auf jeden Fall noch verbessern, das Ganze. So, Mr. Kuh, sollen wir die in einen Stall einfach machen, Mr. Kuh, Mr. Hühnchen? Ja, auf jeden Fall, sehr. Ah, warte mal, hier ist ein Zombie gespawnt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Yay, oh Gott, ich habe das Hühnchen geschlagen. Tut mir leid, Hühnchen. Oh nein, Vitamine. Ja. Oh, komm schon, du böser Zombie. Und jawohl. Jawohl, wir haben einfach den Zombie es gezeigt. Und oh mein Gott, oh Mr. Huhn, geht's dir gut? Mr. Huhn, ey, du spinnst doch so. Ab geht es mit euch jetzt in den Stall. So, Mr. Kuh. Und warte mal, hier ist noch eine Kuh. Warte mal, Sandy, wir haben jetzt zwei Kühe. Und wenn wir später mal Weizen haben, dann können wir die paaren. Und dann kommt ein Baby raus. Oh ja, so, Freunde. Hier ist auf jeden Fall der Stall. Ja, ist ein bisschen eng hier. Aber, Freunde, das werden wir auf jeden Fall noch die nächste Zeit, falls es beim zweiten Teil gibt, ein bisschen größer bauen. Bitte, Freunde, lasst einen Daumen nach oben. Ich will unbedingt einen zweiten Teil. Oh ja, Freunde. Ich finde, Vitamine, wir sind auf jeden Fall schon sehr, sehr weit gekommen, Freunde. Schaut euch das mal an, was wir hier alles zusammen errichtet haben. Das gefällt mir richtig gut. Creeper!
Warte, oh nein, oh nein, Freund, ein Creeper, geh weg. Oh nein, bitte, 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 der darf auf keinen Fall explodieren. Nein! Sandy? Vitamin? Ich habe mit Palmerz überlebt. Oh mein Gott. Und ich wollte mir doch einfach nur meine Base hier bauen. Ach, Mann, Mann, du blöder Creeper. Wenn du das Video siehst, Creeper, ich werde dich finden. Oh, hey, Mann, guck mal, ich habe mein Haus. Ich habe ein Dach über den Kopf. Das ist doch kein Haus, ey. Aber, Freunde, ich denke mal, das soll es gewesen sein für die erste Folge. Wir haben jetzt auf jeden Fall so einen kleinen Steingenerator. Unsere Insel ist viel, viel größer geworden. Wir haben jetzt hier zwei Mr. Kühe und Mr. Chicken, genau, ist auch da. Und Freund Vitamin hat sogar sein eigenes Haus hier bekommen. Aber ich würde sagen, Freunde, im zweiten Teil können wir uns ja vielleicht wirklich ein richtiges Haus bauen oder vielleicht eine Essensfarm bauen. Schreib es gerne in die Kommentare, was du willst. Aber ich denke mal, für den ersten Teil soll es gewesen sein. Und es hat mir richtig viel Spaß gemacht, hier mit dir zusammen auf einem Blog zu leben. Mir auch. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch ein Teil der Sandtex-Army. Schaut unbedingt bei meinem besten Freund Vitamine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.